Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism Tutorial. In dieser Episode soll es um den Solar Generator gehen. Und der Solar Generator wird zusammengecraftet aus zwei Osmium Ingots, zwei Infused Alloy. Die sind schon ein bisschen schwieriger, weil da brauchen wir Metallurgic Infuser, brauchen wir da geschmolzenes Whetstone und Iron Ingot, um dann die Infused Alloy herzustellen. Iron Ingot brauchen wir noch und wir brauchen drei Solar Panels. Die Solar Panels werden gecraftet aus einem ganz normalen Glasscheiben, auch wieder ein Infused Alloy und Osmium Ingot. Also wir brauchen auf jeden Fall schon eine ganze Menge an Rohstoffen. So, wollen wir einfach mal gucken, was das Ganze bringt. Da gibt es auch nicht wirklich viel zu erklären bei einem ganz normalen Solar Panel. Da ist das Solar Panel. Wir haben mit Rechtsklick haben wir ein Interface und wir sehen hier eine Sonne. Das bedeutet, es wird Energie produziert. Natürlich auch tagesabhängig, wie viel Energie dann natürlich produziert wird. Geht es langsam Richtung Abend, wird weniger produziert, etc. etc. Kennt man ja alles auch von anderen Mods. Momentan produzieren wir 17,6 Forge Energy pro Tick. Mal sehen, dass unser Energiespeicher schön aufgefüllt wird. Und haben auch einen entsprechenden Output von dann 17,6. Und wir sehen Producing Max Output. Wir können es natürlich noch mit Redstone steuern, ist aber alles nicht notwendig. Und wir können natürlich den Zugriff noch entsprechend auf Private ersetzen. Ja, so viel war's. Das dann auch schon zum Solar Generator. Da gibt's ja leider immer nicht viel zu erzählen. Würde mich trotzdem freuen, wenn ich euch weiterhelfen konnte und euch das Item gefällt. Bis demnächst. Ciao.